Nachdem man dem türkischen Antalya partnerschaftlich die Hand gereicht hatte, war es nur folgerichtig, sich auch nach einem Partner in Griechenland umzuschauen. Nach den Türken stellen die griechischen Staatsbürger den zweitgrößten Ausländeranteil in Nürnberg dar. Die Wahl fiel auf Kavala, mit 60.000 Einwohnern nach Thessaloniki die zweitgrößte Stadt Nordgriechenlands. An einer malerischen Bucht der Ägäis gelegen, mit einer verwinkelten orientalischen Altstadt oberhalb des pittoresken Hafens. Die einzigartigen Naturschönheiten der Umgebung und reiche Zeugnisse der antiken Vergangenheit ergänzen den Reiz und haben Kavala zu einem Touristenzentrum gemacht. Vor allem Fischfang und Fischverarbeitung bestimmen das Wirtschaftsleben in Griechenlands drittgrößten Fischereihafen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Marmorindustrie. Marmor aus den Bergen Kavalas wird in die ganze Welt exportiert. Die Bürger der Stadt setzen große Erwartungen in die junge Partnerschaft zu Nürnberg. Und so wurden denn auch die feierliche Unterzeichnung des Vertrages im Frühjahr 1999 als öffentliches Ereignis gebührend gefeiert.